klingelt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eindeutig, hier fehlen 500 Euro. Ja, komm rein. Ja, gerne. Mann, das war ein Tag wieder. Wie geht's dir? Ach, gut. Und ja, na, jetzt geht's mir richtig gut. Wo ich hier bin wieder. Ich will uns mal was zu trinken, ja? Du, warte, ich muss dir noch was beichten. Was ist denn los? Ich hab's nicht mehr geschafft zur Bank, weil die Zeit war schon so knapp und ich wollte einfach so schnell wie möglich hierher zu dir und ich hab jetzt das Geld nicht dabei. Aber morgen gibst du mir das Geld? Ja, natürlich. Das verspreche ich dir. Morgen kriegst du alles zurück. Na dann. Versprochen. Ist ja alles in Ordnung. Jetzt komm her. Du, es war wirklich wunderschön mit dir. Ich fand's auch schön. Du warst ja wie ausgehungert. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Ich geh mal gucken. Ja, mach mal. Ich bin gleich wieder da. Herr Schulze. Frau Weber. Allerletzte Chance. Wo ist meine Miete? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie kriegen ihr Geld. Das sagen Sie jedes Mal. Du, Cindy, ich mach mich los. Ich glaube, wir sehen uns, wenn du ein bisschen mehr Ruhe hast und so. Nein, ich... Den kenne ich doch. Der war doch schon mal hier. Wohnt der jetzt hier? Nein, Sie sehen doch, dass er gerade gehen will. Okay, ich verschwinde. Ciao. Frau Weber, Sie wissen, dass das Auswirkungen auf die Miete hat. Ich muss die Nebenkosten erhöhen. Aber er wohnt doch gar nicht hier. Über Besucher muss man seinen Vermieter nicht informieren. Erst wenn sich jemand länger als 6 Wochen in einer Wohnung aufhält, spricht man von einem Mitbewohner. Dies muss dem Vermieter dann aber in der Tat mitgeteilt werden. Der darf seine Zustimmung hierzu aber nur aus besonderem Grund verweigern. Die Miete erhöht sich durch den Mitbewohner aber nicht. Frau Weber, ich habe alles gesagt. Seien Sie froh, dass ich so nett und kulant zu Ihnen bin. Das ist nur, weil Sie 2 Kinder haben. Wir haben uns verstanden. Sie kriegen ja Geld. Sandy, warte mal. Sibylle, was machst du denn hier? Ja, staunst du, ne? Ich habe vorhin die Abrechnung gemacht. Da fehlen mir 500 Euro in der Kasse. Und du bist verantwortlich für die Kasse. Kannst du mir das erklären? Aber Sibylle, ich... Moment. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Du hast das Geld geklaut. Sibylle, ich wollte dir doch morgen früh zurückgeben. Ja, versprochen. Ich brauchte das Geld dringend. Weißt du, wie enttäuscht ich bin? 500 Euro sind viel Geld für mich. Und ich wollte dir den Imbiss übergeben. Sibylle, ich... Nein. Weißt du, ich überlege überhaupt noch, ob ich dich anzeige. Sibylle, nein, das kannst du doch nicht machen. Du kannst mich doch nicht anzeigen. Wirklich. Doch, ich kann dich anzeigen. Nein, Sibylle. Lass mich los. Tschüss. Sobald ich wieder Geld habe, sofort ganz viel einkaufen. Und dann machen wir ein... Was ist das denn? Hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich bin Frau Lustig vom Jugendamt. Hallo. Ja, kommen Sie doch rein. Schönen guten Tag. Ich bin Frau Lustig vom Jugendamt. Du bist wahrscheinlich Pam, oder? Ja. Und du bist der? Ich bin Linus. Hallo. Pam, was ist hier los? Mama, ich hab doch gesagt, wenn es nicht besser wird, dann ruf ich das Jugendamt. Guck dir mal an, was wir hier essen müssen. Linus, bitte auf, zieht euch an. Ihr müsst in die Schule. Ja, ich muss dann auch zur Arbeit. Frau Weber, ich möchte mich ganz gerne in Ruhe mit Ihnen darüber unterhalten, wie Ihre Situation hier ist. Ja, wozu? Sie sehen doch, dass hier alles in Ordnung ist. Es geht doch um das Wohl Ihrer Kinder. Ich möchte keinen am Pranger stellen, Frau Weber. Schließlich hat mich Pam angerufen. Ja, na gut. Wie sieht's denn bei Ihnen nächste Woche Donnerstag aus? Ja, gut. Kriegen Sie von mir noch eine Visitenkarte? Da schreibe ich jetzt noch den Termin rauf, damit Sie es auch gar nicht vergessen können, ja? Ist gut. Bitte sehr. Ich finde dann alleine raus, Frau Weber. Danke. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
nächsten Mal mit mir zur Schule. Was habt ihr eigentlich dabei gedacht? Das Jugendamt. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Wir sind doch keine Asozialen. Mama, merkst du nicht, dass wir Hilfe brauchen? Ja, aber ich habe halt einen finanziellen Engpass. Das kann jeder Mutter mal passieren. Wir müssen zusammenhalten. Apropos, sagt mal, habt ihr vielleicht noch irgendwo ein bisschen Geld, das ihr mir leihen könntet? Aber Mama, du wolltest mir doch das Geld für die Klassenfahrt geben. Morgen ist Abgabetermin. Linus, ich hab dir doch versprochen, ich regel das. Komm, Linus. Wenn du nicht mit kannst, dann unternehmen wir irgendwas. Okay. Sandy ist so sehr mit ihren Geldsorgen beschäftigt, dass sie den Ernst der Lage nicht erkennt. Aber dabei müsste sie eigentlich sehen, dass das ein Hilfeschrei von Pam war. Aber im Gegenteil, sie pumpt ihre eigenen Kinder noch an. Tja, Frau Weber, ich hab's Ihnen doch gesagt. Ich habe bis 9 Uhr heute Morgen gewartet. Hätte Ihnen irgendwas an dieser Wohnung gelegen, dann hätten Sie sich bei mir gemeldet. Das können Sie doch nicht machen. Keine Miete, keine Wohnung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Schönen Tag noch. So einfach ist das nicht. Ein Mietvertrag kann nur aus besonderen Gründen gekündigt werden, die im Gesetz ausdrücklich geregelt sind. Zum Beispiel bei einem Mietrückstand von 2 Monaten. Das ist bei Sandy aber noch nicht der Fall. Oh, komm mal her, wir setzen uns erstmal. Was ist denn los? Oh, Mann, du, Pam, die hat beim Jugendamt angerufen. Und die Frau, die war jetzt sogar schon bei uns zu Hause. Und ich hab voll Stress mit den beiden. Und du weißt doch, dass ich die so voll lieb hab. Und, ja. Oh Mann, du, kann ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Na klar, ich hol dir eins, ja? Danke, ich bin gleich wieder da. Mann. Sie haben Ihre Miete nicht bezahlt. Wenn Sie die Miete nicht bis morgen bezahlt haben, kriegen Sie die Kündigung. Tja, Frau Weber, ich hab's Ihnen doch gesagt. Keine Miete, keine Wohnung. Mama, du wolltest mir doch das Geld für die Klassenfahrt geben. Morgen ist Abgabetermin. Erstmal was? Dankeschön. Bitte. Ja, also weißt du, ich kann verstehen für eine Mama, dass es schlimm sein muss, wenn die Kinder einem weggenommen werden. Aber du musst jetzt dich einfach auch drum kümmern. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich muss jetzt auch wirklich los zur Arbeit. Jetzt? Ja, aber danke dir, du bist echt die Beste. Das ist voll okay, toll. Ja, tschüss. Jetzt beklaut sie auch noch ihre beste Freundin. Anstatt ihre prekäre finanzielle Situation in den Griff zu bekommen, verursacht Sandy immer weiteren Schaden. Sie sollte dringend einen anderen Kurs einschlagen. Und Sandy ist dabei, ihre beste Freundin zu verlieren. Sie erkennt einfach nicht ihre eigenen Fehler. Es wird Zeit, dass Sandy die Augen öffnet, damit sie aus diesem Teufelskreis herauskommt. Was willst du? Ich habe 300 Euro für dich. Und? Sibylle, bitte, bitte keine Anzeige. Tut mir leid, zu spät. Aber Sibylle. Ruhig. Ich bin mein ganzes Leben lang noch nicht einmal beklaut worden. Und ich lasse mir das jetzt auch nicht gefallen. Sibylle, nee, aber... Du brauchst gar nicht anfangen. Du bist gefeuert. Raus. Sibylle, nein. Hausverbot hast du auch. Raus. Sibylle, nein. Nein. Raus. Nein, ich muss an die Polizei. Raus. Nein. Eine geile Nacht gestern. Ja, man kriegt ja auch nicht hin, Abend Kaviar und Champagner, ne? Die werden wir erstmal richtig ausnehmen. Alles sponsert bei deiner blöden... Ey, was macht ihr denn hier? Ist nicht so, wie es aussieht. Also, das hat sich spontan letzte Nacht erst ergeben, Sandy. Das... Ey, letzte Nacht, Mann, willst du mich verarschen? Sandy, jetzt beruhig dich mal. Ey, und pass mich nicht an, Mann! Was wolltest du über
Penner? Wolltest du noch mit mir in die Kiste oder was? Was, du blöder Penner? Ist doch mit Maike, ihr das war alles deine Idee, weil sie den Laden geschenkt das bekommen war hat. Ich hab gesagt, dass du mit ihr in die Kiste springen sollst. Jetzt warte doch mal. Ich dass ich den Emmys geschenkt bekomme. Meinst du, es hat mir Spaß gemacht mit der da? Maike. Nein. Ihr habt mich alle verarscht, ey. Tja, Frau Weber, ich hab's Ihnen doch gesagt. Keine Miete, keine Wohnung. Du bist gefeuert. Nein. Ausfahrt hast du auch. Aus. Guck dir mal an, was wir hier essen müssen. Mama, du wolltest mir doch das Geld für die Klassenfahrt geben. Diesen Knall hat es wohl gebraucht, damit Sandy endlich aufwacht. Sie hat sich so sehr verrannt in dem Wunsch nach einem Partner, dass sie vor allen Problemen die Augen verschlossen hat. Ja, eine Anzeige hat Sandy jetzt bereits am Hals. Und um keine weiteren schweren Probleme zu kriegen, muss sie sich Hilfe suchen und ganz schnell die Situation mit dem Vermieter und dem Jugendamt angehen. Kira, ich wollte mich noch mal bei dir bedanken, dass du mir einen Teil meiner Schulden vorgestreckt hast. So konnte ich zumindest den Vermieter endlich beruhigen. Sehr gerne, kein Problem. Aber ich denke, dass der Vermieter da eh unrecht gehandelt hat und dir die Kündigung da rausgeschickt hat. Aber solange jetzt erstmal alles geklärt ist, bin ich sehr froh. Ich auch. Und jetzt kann ich auch endlich meine Schulden abstottern. Na, zum Glück habe ich ja gleich einen neuen Job bei einem anderen Imbiss gefunden. Ich bin auch echt froh, dass Sibylle ihre Anzeige dann doch noch zurückgezogen hat. Ja, und Kinder, ihr seid jetzt ja hoffentlich auch beide endlich wieder glücklich. Ja, ja. Und ich bin echt froh, dass du jetzt doch noch mit auf die Klassenfahrt kam. Echt cool, dass die Schulden aus dem Spendentopf noch die 250 Euro für Papas Klassenfahrt genommen hat. Jetzt kann er nächste Woche doch mitfahren. Kinder, ich verspreche euch eins, dass ich nie wieder wegen einem Mann solche Dummheiten machen werde. Okay? Versprochen. Sven war eine herbe Enttäuschung für Sandy, denn sie hatte auf die große Liebe gehofft. Aber sie sollte den Mut nicht verlieren, denn irgendwo wartet auch für sie ein Mr. Right. Das mag sein. Strafrechtlich hätte die ganze Geschichte viel schlimmer für Sandy ausgehen können. Dass ihre Chefin die Anzeige zurücknimmt, ist eine nette Geste, bedeutet aber nicht, dass das Verfahren automatisch eingestellt wird. Darüber zu entscheiden, ist allein Sache der Staatsanwaltschaft.